Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, die Haushaltsdebatte ist ja auch immer eine Generaldebatte, und sie ist Anlass, mal Bilanz zu ziehen. Ja, und was ist denn die Bilanz von Herbert Reul und den Innenpolitikern von CDU und FDP? Unterm Strich muss man, glaube ich, sagen, von dem, was Sie im Wahlkampf versprochen haben, ist ja nicht wirklich viel übrig geblieben bisher. Ich sage mal als Stichwort die Bosbach-Baum-Kommission. Nicht nur, dass sie 3 Monate zu spät oder später eingerichtet wurde als versprochen, ganz zu schweigen davon, dass sie auch erst im nächsten Jahr anfangen wird zu tagen. Die Bosbach-Baum-Kommission ist ja auch keine Bosbach-Baum-Kommission mehr. Sie ist eine Bosbach-Kommission, entsprechend zusammengeschrumpft. Und Herr Lürbke, ich gucke Sie mal direkt an. Ich weiß, als kleinerer Koalitionspartner ist es nicht immer ganz einfacher. Aber so hätten wir Grüne uns nicht über den Tisch ziehen lassen, wie die FDP es hier gemacht hat. Und ich bin dann ja schon mal sehr gespannt, ob der Aspekt der Freiheitsrechte und der Bürgerrechte überhaupt noch Thema in dieser Kommission sein wird. Ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Und absurd ist auch, wir haben ja jetzt hier eine Sicherheitskommission und da einen Innenminister, und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts miteinander zu tun. Also absurder kann es aus meiner Sicht überhaupt nicht sein. Und wo ich hier noch mal beim Thema Aktionismus bin: Im Wahlkampf haben CDU und FDP ja immer ach so über unsere Politik, über unsere angeblich aktionistische Politik geschimpft. Aber was macht denn jetzt ein Herr Reul? Ja, er macht schöne Bilder mit Taxiunternehmen, mit Raststättenbetreibern. Ich glaube, das brauche ich gar nicht weiter zu kommentieren. Also ich meine, die Kommentarlage in den Medien war ja eindeutig, dass es an Aktionismus nicht mehr zu überbieten ist. Die 110 konnte auch vorher schon jeder wählen. Dafür brauchten wir keine Vereinbarung. Aber ich will dann mal auf den eigentlichen Haushalt zu sprechen kommen. Und ja, die Polizeistellen, ist es richtig, dass sie mehr Polizistinnen und Polizisten einstellen und hier die Kommissarsanwärterstellen erhöht haben. Das begrüße ich ausdrücklich, und ich meine, das haben wir ja auch alle im Wahlkampf gefordert. Nur auch das muss man sich ja noch mal genauer angucken. Bei wem stand es denn in dem Programm und in den entsprechenden Erklärungen vor der Wahl? Bei der CDU sicherlich nicht. Insofern ist auch die Erhöhung der Polizeistellen auch nicht wirklich ihr Verdienst. In jeder Koalition, egal ob es eine große Koalition gegeben hätte oder Schwarz-Grün oder Jamaika oder was auch immer man sich so vorstellen kann oder auch nicht, überall, egal in welcher Koalitionskonstellation, hätte es mehr Stellen und hätte es die 2300 Stellen gegeben. Das ist auch richtig so, aber es ist eben nicht ihr Verdienst. Und ja, Herr Siebeke, bevor Sie sich zu sehr aufregen, hier noch ein kleiner Lob, das muss ja auch mal sein. Also ich finde es gut, dass Sie die Präventionsmaßnahmen fortführen. Wegweiser, Kurve kriegen, klarkommen, es ist gut, dass Sie das machen. Das wurde ja damals von den damaligen Oppositionsfraktionen immer noch als rot-grüne Spielwiesen abgetan. Wegweiser wurde heftigst und vernichtend kritisiert. Ich finde es gut, Herr Reul, dass Sie auf Prävention setzen, denn wir brauchen beides. Wir brauchen die Prävention, wir brauchen die Repression. Und es ist gut, so beides zu machen. Und unter dem Stichwort Prävention könnte man vielleicht auch die Kinderfeuerwehren anführen. Die Kinderfeuerwehren sind wichtig für die Nachwuchswerbung bei den Feuerwehren. Und wir haben ja in der letzten Wahlperiode das Gesetz entsprechend geändert. Wir haben viel gemacht, fraktionsübergreifend, um die Kinderfeuerwehren zu stärken. Und da ist es schon komisch, Herr Reul, wenn Sie im Ausschuss erklären, dass Sie 1,8 Millionen im Haushaltsplan gestrichen haben und uns dann im Ausschuss sagen, na ja, das ist irgendwie so passiert, aber eigentlich wäre es schön, wenn das Geld wieder eingestellt werden würde. Ja, ich fände es auch schön, wenn wir das Geld wieder einstellen würden. Und dazu wird Ihnen nachher auch noch ein Änderungsantrag der Grünen-Fraktion zugehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir schaffen würden, unter den demokratischen Fraktionen einen fraktionsübergreifenden Antrag zur Erhöhung der Mittel für die Kinderfeuerwehren einzubringen und in der dritten Lesung zu beschließen. Im Ausschuss habe ich schon gesagt, wenn man sich den Haushaltsplan, den Einzelplan 03 anguckt, ich finde, dass er im Prinzip von Visionslosigkeit ja gezeichnet ist. Es gibt keinerlei eigene Projekte in diesem Haushaltsplan, keine Ideen. Sie setzen einzig und allein auf die Repression. Sie gehen mit markigen Worten an die Öffentlichkeit, Stichwort Silvesternacht. Das ist genau das, was Sie eigentlich vermeiden wollten, Herr Reul. Sie machen es aber trotzdem. Und Sie unterlegen das im Haushalt mit Mitteln für Videokameras, für Bodycams. Und ich finde, es wäre doch, ja, da kann man jetzt klatschen.
gestehe ich Ihnen auch zu, das ist überhaupt nicht die Frage, aber dann gucken wir uns das doch noch mal an. Bodycams läuft ja schon längst, das haben wir gemacht, Rot-Grün. Dazu sollte es eine Evaluation geben. Ich finde es richtig, dass wenn man neue Instrumente einführt, man erstmal wissenschaftlich guckt, bringt es denn überhaupt etwas, bevor man anfängt, Geld in die Hand zu nehmen und es in die Fläche zu treiben. Und auch beim Thema Videokameras, ich bin ja gar nicht per se dagegen. In Düsseldorf, in Mönchengladbach funktioniert es, in Köln, in Aachen, in Duisburg, das waren wir, die das ausgeweitet haben. Aber Sie wollen jetzt das Gesetz so verändern, dass man im Prinzip überall Kameras aufhängen kann und stellen das Geld in den Haushalt ein. Das finde ich falsch, weil Sie den Bürgerinnen und Bürgern eine Sicherheit vorgaukeln, die sie letztendlich nicht einlösen können. Und das ist einfach, das ist eine Politik, die man nicht macht, die unredlich ist und die ich falsch finde. Und dann noch eins zum Schluss, habe ich mich sehr darüber gefreut, über die Einsicht des Innenministeriums bezüglich der Taser. Ich habe ja mal nachgefragt, wofür wird das Geld denn jetzt so verplant? Sind die Taser auch mit dabei? Und naja, sehr schön war dann doch die schriftliche Antwort, die ich vom Innenministerium bekommen habe, dass man jetzt überhaupt erstmal die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Tasern bei den Polizeibeamtinnen und Beamten im Dienst, ob man das überhaupt sinnvoll findet, ob es sinnhaft ist, das finde ich sehr schön, dass es diese Einsicht gibt, dass man das überhaupt erstmal überprüfen will. Bisher haben Sie es ja immer gefordert, ohne mal zu prüfen, ob das überhaupt sinnvoll ist. Also vielen Dank dafür ins Innenministerium. Schönes Weihnachtsgeschenk für mich auch nochmal, dass Sie überhaupt erstmal über die Sinnhaftigkeit nachdenken. Machen Sie weiter so, hinterfragen Sie das, was Sie da angekündigt haben. Ich glaube, dann sind Sie auf einem guten Weg. Dankeschön.